Aber es war doch nicht so, dass wir irgendwie als Mitarbeiter des Ministeriums für Staatssicherheit Berührungsängste mit der Bevölkerung gehabt haben. Das war nicht so der Fall. Das war nicht so der Fall. Das haben wir nicht gehabt. Ja. Und ich sehe das auch nicht so betrachtet aus, dass die Bevölkerung nur in der Staatssicherheit nur in ein Objekt gesehen hat, das nur strafbare Handlungen durchführt oder einsperrt. So sehe ich das nicht. Und so war es auch nicht. So war es auch nicht. Nun kann man heute über die Staatssicherheit denken und reden, wie man will, die Staatssicherheit ja damals auch eine gewisse Autorität hatte. Heute sagen sie Angst und was nicht alles noch. Ach, ich habe so viel Vertrauensbeweise kennengelernt. Uns hat doch keiner beschimpft. Also wir hatten schon eine gewisse Autorität und ein gutes Ansehen. Das war sicher die Regel. Nichts war in der DDR so geheim wie die Struktur und Arbeitsweise des Ministeriums für Staatssicherheit. Fast 100.000 Hauptamtliche und etwa 150.000 inoffizielle Mitarbeiter waren Tag und Nacht im Einsatz. Erinnerungen an einen ehemaligen Arbeitsplatz. Sie glauben gar nicht, was wir für prächtige Kollektive hatten. Auch so unser Leitungskollektiv in der Bezirksverwaltung Berlin. Diese enge, herzliche Kameradschaftlichkeit, das hat sich eingeprägt. Das kann man wahrscheinlich heute gar nicht mehr beurteilen. Solche Atmosphäre kann es unter den heutigen Bedingungen in Verwaltungen oder Betrieben gar nicht mehr geben. Die Bedrohung, die vom MFS ausging, war unbestimmt und unkalkulierbar. Die Methoden waren leise und weitgehend unsichtbar. Eine Kontrolle des MFS gab es nicht. Erinnerungen an die verlorene Allmacht. Ich hatte Süder DDR, ich habe das mal einen französischen Journalisten versucht zu erklären, ein Verhältnis vielleicht wie ein Vater zu seinen Kindern. Man sieht, wenn die Kinder aufwachsen, ihre Fehler. Man möchte diese Fehler auch korrigieren. Das geht aber nicht in allen Fällen, nicht immer. Aber man wird nie ohne weiteres seine Kinder gleich verstoßen. Also das heißt, ich habe die DDR mit ihren Fehlern und Schwächen wahrgenommen. Aber ich habe natürlich den Bruch mit der DDR deshalb nicht vollzogen, sondern versucht, diese Fehler möglichst zu korrigieren, soweit es in meinen Möglichkeiten stand. Das MFS genoss den Ruf, einer der besten Geheimdienste der Welt zu sein. Doch dann, im November 1989, versagte der allmächtige Sicherheitsapparat. Erinnerungen an die große Niederlage. Wir hatten die Waffen. Und manche Gruppen von Leuten, die sagen immer, sie sind die Erfinder der friedlichen Revolution. Abgesehen davon, dass es gar keine Revolution war, sondern eben einfach mehr eine nach hinten gerichtete Konterrevolution, weil der Kapitalismus wieder gekommen ist. Brauchen wir nicht agitieren. Aber sie haben die friedliche Revolution oder die friedliche Entwicklung gesichert. Das ist ja eine Lüge. Die hatten ja gar nichts, womit sie unfriedlich werden können. Also Stein, Mauerstein und Stangen. Was gibt's denn jetzt? Mit Frauen. Das gibt's doch nicht. Jetzt gehen sie rein. Jetzt gehen sie rein. Das ist er. Klein, jetzt ist er. Ha, genau, das ist er. Auch wenn es in unserer Republik für die Organisierung einer inneren, einer antisozialistischen Opposition keine sozialökonomische Basis gibt, so gibt es aber trotzdem in unserer Gesellschaft noch genügend Menschen mit rückständigen und feindlichen Auffassungen. Gibt es nicht wenige Feinde des Sozialismus? Nicht wenige, Genossen. Ich bin nur höflich. Die politische Opposition, ich hatte das vorhin schon angedeutet, dass in den gesamten Ermittlungsverfahren die durchgeführt wurden durch die Hauptabteilung Untersuchung. Ich hatte das vorhin angedeutet, dass das also 80.000 waren, davon 0,5% politische Opposition waren. Dass man hätte vielleicht zum damaligen Zeitpunkt hätte versuchen sollen, mit ihnen Verbindung aufzunehmen, soweit es im Sinne war, auch wirkliche Veränderungen im Sinne des Sozialismus durchzuführen. Come on.
Diese Geschichte war nach unserer Einschätzung von Anfang an ein riesiger Etikettenschwindel. Es war einfach so, dass man dieses Etikett Friedensbewegung benutzt hat, weil die DDR sich in ihrer Außenpolitik, die auf Frieden und Abrüstung gerichtet war, diskreditiert hätte, wenn sie also gegen irgendeine Bewegung, die unter dem Mantel der Friedensbewegung auftritt, vorgegangen wäre. Und so hat sich das dann auch für uns weiter dargestellt. Leute, die immer ständig mit weißen Fahnen am Auto rumgefahren sind und irgendwelche Autokorsos organisiert haben, die sogar ganz gefährliche Züge annahmen, wenn man in die Hauptstadt guckt, wo mal Informationen gab, die machen alle in Richtung Brandenburger Tor. Nur das hätte noch gefehlt, wenn im Brandenburger Tor da so eine Horde, das sage ich bitte mal Horde, man möge, der Einzelne möge mir das verzeihen, von Menschen mit PKWs dann in das Brandenburger Tor anrammelt und dort auch nur einer die Waffe zieht. Das können wir uns ja alle ausmalen, was da passiert wäre. Ministerium für Staatssicherheit, Bezirksverwaltung Karl-Marx-Stadt. Operativer Vorgang, Deckname Spaten. Eine Person war in unser Blickfeld geraten, weil sie politische Meinungsäußerung getan hat, die darauf deutet, dass sie sehr starke Vorbehalte gegen irgendein gesellschaftliches Verhältnis bei uns hat. Und wir sind dann von der Annahme ausgegangen, wer so denkt, der handelt vielleicht auch staatsfeindlich und erfüllt durch Handeln einen Straftatbestand. Die Zielstellung der operativen Bearbeitung der Person O besteht in der vorbeugenden Verhinderung politisch negativer Aktivitäten des pazifistisch orientierten Personenkreises sowie weitere Verunsicherung, Zersetzung und Disziplinierung dieses Personenkreises. Es waren Bürger, die durch verschiedene Wege dazu gekommen sind, dass sie mehr oder weniger durch ihre Handlung in der Öffentlichkeit oder als Bürger strafbare Handlungen begangen haben, also gegen die Gesetze der DDR verstoßen haben. Und jeder Bürger wusste doch, jeder Bürger kannte doch die Gesetze der DDR. So. Wenn ich also weiß, dass die Grenze abgesichert ist und ich über die Grenze nicht gehe, dann kann ich nicht versuchen, einen Fluchtversuch über die Grenze, wenn ich weiß, dass ich dann zur Verantwortung gezogen werde. Oder nehmen wir an die Frage der Spionage oder nehmen wir an die Frage der Wirtschaftsverbrechen. Zur Präzisierung des Maßnahmeplanes werden folgende Informationen benötigt. Angaben über die finanziellen Verhältnisse des K. Informationen über sämtliche, auch geringfügige Gesetzesverletzungen des K. Einschätzung der charakterlichen und moralischen Seite von K. Das ist das Sammeln von Informationen zu einer Person in ihrem Umfeld, entweder im Arbeitsumfeld, da ist es relativ unkompliziert, da haben wir dann die Dienstvorgesetzten, Kaderabteilung in den Betrieben oder Einrichtungen angesprochen, haben Erkundigungen eingeholt, aber mehr noch im Wohngebiet, also im Wohnumfeld Erkundigungen über eine Person einzuholen. Da sind wir dann nicht hingegangen und haben gesagt, ich bin von der Staatssicherheit und sagen Sie mal, was ist denn Ihr Nachbar für einen Bürger, sondern wir haben eine Legende gewählt, einen Vorwand gewählt, um eine Auskunft zu erreichen. Man kann zum Beispiel davon ausgehen oder kann als Kriminalpolizei zum Beispiel ermitteln und eine Behauptung in die Welt setzen. Behaupten, aus diesem Haus sei irgendetwas geschehen. Wir hatten Hinweis, aus dem Haus sei Luftgewehr auf ein Kind geschossen worden. Und dann wird erstmal, man spricht jemanden an, der weiß natürlich nichts davon. Und dann geht man mal, wer käme denn in Frage? Es ist eine Definitive. Und dann kann man Haus für Haus, Wohnung für Wohnung durchgehen. Und dann wird dem alles erzählen, warum der das nicht war. Und wird den Menschen schildern, sagt, der macht das nicht. Der ist ehrlich, der geht immer arbeiten, der schlägt seine Frau nicht. Der hat selber Kinder, ist ein ganz kinderlieber Mensch. Und dann weiß ich, dass er ein kinderlieber Mensch ist und was nicht alles. Also durch eine fiktive Behauptung kann ich denjenigen zum Reden zu bringen. Das kann funktionieren, das muss nicht funktionieren. Mitunter sind Ermittlungen auch oder Ermittlungsversuche ins Leere gegangen, weil man gar nicht erfahren hat. Das ist auch vorgekommen.
Die wichtigsten Informationen kamen durch den Einsatz von inoffiziellen Mitarbeitern zustande. Oftmals Freunde, Verwandte oder sogar der Ehepartner der Zielperson. Informationen zum außerdienstlichen Kontakt meiner Ehefrau mit dem Mitarbeiter der Firma. Seit der Umbesetzung meiner Frau vor einem Dreivierteljahr in die Importgruppe meine Frau sehr häufig dienstliche Kontakte bei BMW mit. Diese Kontakte waren dienstlich bedingt und aufgrund der Terminvorgaben zeitlich gerafft und wie gesagt häufig. Aktenvermerk. Ziel des Besuches war, die Bereitschaft des IM sowie seiner Ehefrau zu testen, bestimmte operative Maßnahmen in seiner Wohnung zu gestatten. Genosse B. sagte, dass wir bestimmte technische Mittel zum Einsatz bringen könnten, doch dazu bräuchten wir ihre Einwilligung. Der inoffizielle Mitarbeiter K. sagte sinngemäß, ich könnte doch ein Loch in die Wand zu Kunzes Wohnung bohren, wäre das nicht möglich. Bedenken hatte der IM lediglich, dass wir durch diese Maßnahme auch in seine Intimsphäre eindringen und mithören könnten, was in seiner Wohnung geschieht und gesprochen wird. Wenn ich für einen bestimmten operative Zielsetzung, für einen operativen Prozess eine inoffizielle Quelle brauchte, dann gab es für mich zwei prinzipielle Möglichkeiten. Erstmal mich zu informieren, ob in dem Umfeld der Zielperson schon eine Quelle vorhanden ist. Das konnte man überprüfen, indem man namentlich überprüft hat in Abteilung 12 des Ministeriums, ob da Erfassungen vorliegen, positive Erfassungen, wie wir sagten, also ob schon ein IM vorhanden ist. Und wenn das nicht der Fall ist, musste ich mir einen Kopf machen, wer von den Umgangspersonen eventuell geeignet sein könnte, meinen Informationsbedarf zur Zielperson zu decken. Und mir dann Kopf machen, wie ich diese Person dazu gewinnen kann, das MFS zu unterstützen. Was man uns durch die Geschichtsaufarbeiter immer wieder sagen will, wir haben also Fehler gemacht, wir haben gegen die Bevölkerung gearbeitet, wir haben ein flächendeckendes Spitzelsystem gehabt, das ist einfache Lüge. Und einfach dazu angetan und angelegt, die 80.000 Leute und darüber hinaus die 100.000 IMs vielleicht, die insgesamt gearbeitet haben, zu diskriminieren. Weiter gar nichts. Denn das ist eine Lüge, die stimmt überhaupt nicht. Die Ehefrau des IM sagte, dass es ihr etwas peinlich sei, einen Menschen zu bespitzeln. Ihr Mann sagte, Mutti, wir dürfen uns an dem, was der Kunze tut, nicht mitschuldig machen. Er ist kein Mensch unserer Gesellschaft. Bei dem dürfen wir keine Skrupel haben. Wir haben ja nicht umsonst den Begriff inoffizielle Mitarbeiter gewählt. Es war auch ein Verhältnis von Geben und Nehmen. Also inoffizielle Mitarbeiter haben mit ihren Auffassungen, Meinungen, auch Mitarbeiter des MFS zu bestimmten Überlegungen angeregt und auch geistig in der Auseinandersetzung mit den, im Gespräch untereinander zu neuen Ideen, zu neuen Gedanken geführt, neue Gedanken hervorgerufen. Also das, es gab hier schon ein Verhältnis von Geben und Nehmen. Und es war natürlich mitunter auch so, dass der inoffizielle Mitarbeiter den Mitarbeiter des MFS sogar haushoch überlegen war und am Ende auch nicht mehr klar war, wer wen geführt hat, mit diesem Begriff Führungsoffizier zu sagen. Aber das waren dann schon die Ausnahmen. Allgemein waren es schon Partner auf gleicher Augenhöhe. Und da verrate ich kein Geheimnis, da steht in den Gauk-Broschüren drin, dass immerhin 85% der von uns geworbenen inoffiziellen Mitarbeiter aus ehrlicher, innerer, politischer Überzeugung mit dem Ministerium für Staatssicherheit zusammengearbeitet haben. Ganz, in ganz wenigen Ausnahmefällen erfolgte die Zusammenarbeit auf der Basis der Wiedergutmachung. Das heißt, die hatten irgendwelche strafbaren Handlungen begangen und erklärten sich bereit, im Rahmen der Zusammenarbeit den Schaden, den sie angerichtet hatten, wieder gut zu machen. Aktennotiz. Der Sohn des S. ist in ein Waffendelikt verwickelt.
Genannter Sachverhalt wird zum Anlass genommen, um den S zu kontaktieren und vor die Alternative zu stellen, Ermittlungsverfahren gegen den Sohn oder Zusammenarbeit mit dem Ministerium für Staatssicherheit. Da sind doch ein paar interessante Leute in Haft. Nicht? Da bin ich in die Haftanstalt. Nicht? Und habe mit einigen gesprochen, was ich noch kannte aus verschiedenen Vorgängen, weil ich Wirtschaftsverbrechen im Amt damals bearbeitet habe bei der Kripo. Nicht? Und einige waren in Haft und sollten entlassen werden. Na, da habe ich gebeten, den betreffenden Sachbearbeiter, pass mal auf, vielleicht kann ich den entlassen, mit dir zusammen, weil ich mit denen noch später einiges zu besprechen habe. Nicht? Also das heißt, die sahen in mir jetzt einen Menschen, der nicht, geholfen hat. Nicht? Und in der Folgezeit haben wir uns dann öfters getroffen und an bestimmten Dingen gearbeitet, je nach der Information, die vorlag, und sind damit natürlich gut in Kontakt gekommen. Oder eben, dass er sich schuldig fühlte, noch. Und nun wurde er entlassen. Er wusste nicht, dass er sowieso entlassen wird. Nee. Er hätte ja sowieso entlassen werden können. Aber jetzt ist doch, das ist doch menschlich, psychologisch wichtig. Du hast mich doch entlassen. Also Sie. Also haben Sie was Gutes für mich getan. Dann bin ich ja bereit, auch für Sie was Gutes zu tun. Guten Tag, mein Name ist Schulze. Wir haben miteinander telefoniert. Das ist mein Kollege Müller. Schulze und Müller. Ich verstehe Ihre Skepsis, aber wir heißen wirklich so. Und die entscheidende Frage ist also, auf den Menschen zugehen, vertrauensvolles Verhältnis herstellen, vertrauensvolles Gespräch zu führen, richtig zu erlernen und den Menschen als Menschen zu behandeln. Danke. Tja, also, Dr. Dallo, wir wollen Ihnen helfen. Ich brauche keine Hilfe. Natürlich brauchen Sie Hilfe und wir geben sie Ihnen. Was haben Sie vor? Wollen Sie wieder in Ihrem Institut anfangen? Auf gar keinen Fall. Sie könnten am Montag wieder anfangen. Wir helfen Ihnen, Sie helfen uns. Dann und wann brauchen wir einfach Informationen, nichts Aufregendes und nichts von Bedeutung. Sie wissen doch, die Bürokratie heutzutage wird immer unersättlicher. Sie sind vom Rat der Stadt. Nein, wir sind vom... Sie brauchen mir nichts zu erklären. Ich hatte schon mal das Vergnügen. Leider kam es damals zu keiner Zusammenarbeit. Wenn es Ihnen schwerfällt, dann lassen wir das mit den Informationen vorerst. Wir können darüber immer noch reden. Warum bemühen Sie sich so um mich? Weil wir davon überzeugt sind, dass Ihre Verurteilung damals eine Dummheit war. Jedenfalls aus heutiger Sicht. Ich brauche Ihre Hilfe nicht. Er muss das Gefühl haben, hier sitzt vor mir ein Mensch, der mir helfen will, der einer guten Sache dient. Und ich will ihm auch helfen. Wir waren bereits zweimal bei ihm. Leider vergeblich. Tut mir leid. Haben Sie es sich überlegt? Was sollte ich mir überlegt haben? Unser Angebot mit dem Institut und die andere kleine Bitte auch. War ich bei unserer letzten Begegnung nicht deutlich genug? Wir alle werden mitunter von den Realitäten zu anderen Auffassungen gezwungen oder brauchen Sie kein Geld zum Leben. Na gut, wie auch immer. Aber erfahrungsgemäß war es so, einmal Nein gesagt, war Nein. Und das, also ich kann mich nicht erinnern, da jemand mal dann später gewonnen zu haben. Es hätte zu nichts geführt, ich habe es auch nicht versucht und musste zur Kenntnis nehmen, dass er bei diesem Nein blieb und damit hatte es sich. Wir können Ihnen helfen, wir können Ihnen aber auch hinderlich sein. Wir melden uns wieder. Thank you.
Bericht eines IM. Ich traf MB in den letzten Tagen mehrmals in der Bodega bzw. vor dem Industriezentrum. Es war immer gegen 16 Uhr. MB war mehrmals in Begleitung eines Mädchens. Ich nehme an, dass es sich um eine Arbeitskollegin handelt. Sie ist ca. 1,60 Meter groß, blond, mittellanges Haar, schlank. Mein Eindruck ist, dass MB etwas für sie empfindet und sich um sie bemüht. Pilz. Treffen war auch unterschiedlich, aber auf grundsätzlich natürlich in einer konspirativen Wohnung. Ne? Und jeder Mitarbeiter hatte ja eigentlich konspirative Wohnungen zu haben, zu werben, zu schaffen. Ne? Konspirative Wohnung, also das heißt Menschen, die bereit sind, einen Teil, ein Zimmer oder die Wohnung zur Verfügung zu stellen für Treffs. Ne? Grundsatz war, der IM bestimmt den Zeitpunkt des Treffs und nicht der Mitarbeiter. Es gab zu jedem inoffiziellen Mitarbeiter einen Treffplan, auch was man mit ihm besprechen will beim Treff. Ne? Und es gab zu jedem dieser IMs auch einen Plan der Verbindungsaufnahme. Nee, wenn mal unterbrochen ist die Verbindung. Und er wusste auch, wie er mich erreicht und ich wusste, wie ich ihn erreiche. Nee. Über sich sollte man so wenig wie möglich erzählen. Aber ganz ohne dem geht es ja nicht. Nee. Deshalb hat man ja gegenüber bestimmten IMs ja nicht einmal seinen Namen, seinen Klarnamen genannt. Nee. Das kommt ja darauf an, wie lange man und wie die Zuverlässigkeit sich schon erwiesen hat. Nee. Hut ab vor den IMs, nicht? Also eine größere Hochachtung. Sie haben ja großartige Arbeit geleistet, haben aber auch andererseits nicht mehr gemacht, wie eigentlich ein bewusster Staatsbürger eigentlich nach Verfassung der DDR machen sollte. Sie haben die Sicherheitsorgane bei ihrer komplizierten Arbeit unterstützt. Und sie haben Opfer auf sich genommen. Die haben sich doch nicht hergegeben für irgendwelche Verbrechen im Namen der Staatssicherheit oder im Auftrag der Staatssicherheit. Die haben das getan, letztendlich, nachdem wir eine Zeit lang mit ihnen gearbeitet haben und sie erkannt haben, alle Zusammenhänge, um den Staat, ihr Vaterland zu schützen. Operativ, das war die Krone der Arbeit der Staatssicherheit, weil die so interessant und abwechslungsreich war und ihn so richtig gefordert hat. Also das sind solche operative Feinheiten, solche Mosaikchen, die kann man schlecht erzählen, die muss man miterlebt haben, die muss man mitgemacht haben. Das operative Leben, das war der, und deshalb war es auch so interessant, sage ich mal, wirklich am Rande, es war faszinierend. Wir haben den Postverkehr in der DDR relativ großzügig kontrollieren können als MFS.
Dazu wurde ein Auftrag Postumleitung eingeleitet, der musste schriftlich eingeleitet werden. Und die Handhabung der Postumleitung, also den Antrag stellen, konnte jeder operative Mitarbeiter, der operative Prozesse geführt hat. Aktenvermerk, Abteilung 20. Bei der Beobachtung am 25.11.1976 wurde festgestellt, dass Schreiber nach scharfer Eigenkontrolle gegen 19.20 Uhr in der Reilstraße einen Brief in den Briefkasten warf. Liebe Else, lieber Kurt, herzliche Grüße an eure Lieben und besten Dank für die schönen Bilder zu meinem Geburtstag. Gebe ich ein schönes Bild auch von mir. Vor allen Dingen wollen wir Else alles Gute wünschen, dass sie bald wieder aus dem Krankenhaus entlassen werden kann. Einer Bauchhöhlenschwangerschaft kann doch heute gut geholfen werden. Die Neurotätigkeit spielte im MFS eine riesengroße Rolle. Wir hatten in allen Dienststellen, also Bezirksverwaltung und so weiter, Hauptabteilung, Neurabeauftragte. Und da gab es auch Neuramessen. Und da wurden auch Neura, die besonders gute Entwicklungen vorgelegt hatten, ausgezeichnet, prämiert und so weiter. Ohnehin legte man in der Staatssicherheit sehr viel Wert auf Kreativität, ja, auf bewusste Mitarbeit. Wenn Sie sich jetzt, Sie als, vielleicht erniedrigt, Sie weiß ich nicht, als Bürger X, ja, 2 oder 4 oder 7 oder 11 Geliebte zulegen und mit denen gut klarkommen, dann ist das Ihr persönliches Problem, dann hat mich das überhaupt nicht interessiert. Wären Sie Landesvorsitzender der SPD oder der CDU gewesen, dann hätte es mich interessiert. Also mal diesen Unterschied. Also die Privatsphäre von Tante Max, Oma Meier und. Die interessierte mich überhaupt nicht. Null. Die moralische Verwerflichkeit dieser über 50-jährigen Spionin kam auch darin zum Ausdruck, dass sie ihren Arbeitstag wiederholt mit Ausübung sexueller Beziehung mit einem Kollegen begann, nachdem sie gemeinsam mit ihrem Ehemann die Arbeitsstelle aufgesucht hatte. Nicht befriedigt oder erst richtig auf den Geschmack gekommen, ruft sie unmittelbar danach einen Bekannten an, mit dem sie ebenfalls außereheliche Beziehungen unterhielt. Hallo. Na, hast du schon auf mich gewartet? Das ist schön. Moralische Sauberkeit, positive Einstellung zur Arbeit und überzeugt sein von der Richtigkeit und Notwendigkeit der Arbeit. Ehrlichkeit, gegenseitiges Vertrauen, untereinander, miteinander. Das sind so die, meiner Meinung nach, doch die tragenden Eigenschaften. Verschwiegenheit, keine Schwatzhaftigkeit, sauber leben, sauberen Umgang pflegen. Und in klaren, jetzt haben Sie über Geheimdienstmitarbeiter gesprochen, jetzt spreche ich als ehemaliger Mitarbeiter Staatssicherheit, einen klaren Klassenstandpunkt und ein klares Feindbild. Und das war ja eigentlich das, worauf der Minister immer wieder einging. Tschechismus und klaren Kopf, nicht? Heißes Herz und saubere Hände haben, sauberer wie jedermann, nicht? Das war sein Grundsatz, nachdem er uns erzog. Das ist doch eine formale Frage. Ich liebe doch alle Menschen. Ich liebe doch, ich setze mich doch dafür ein. Das war seine ehrliche Meinung, ich liebe euch alle. Ja.
Es war nicht der Mensch, der mit parialer Gewalt irgendetwas verändern wollte. Bloß wie er es gesagt hat, wo er es gesagt hat, unpassender ging es nicht. Als er damals diese verfehlte Rede, danach die letzte, da hält in der Volkskammer, ich liebe euch alle, die Rede hätte er wollte ja sagen, ich liebe euch alle, die für den Sozialismus eintreten. Ich nehme ihm ab, dass er es so gemeint hat. Er ist als Minister für Staatssicherheit und die gesamte Staatssicherheit ist doch für das Volk da. Wenn wir nicht gerade jetzt hier in der DDR wären, ich will euch das ganz ehrlich sagen, wenn der Westpfennig wäre, so in der glücklichen Lage wie die Sowjetunion, dann würde ich einen erschießen lassen. Revolutionäre Gesetzlichkeit, damit wir nicht etwa einen Prozess machen. Kurzen Prozess machen, so meine ich. Für mich war der Genosse Minister eine Respektsperson, ich sage jetzt mal bis zu seiner letzten Stunde. Und ich habe immer geachtet als einen sehr energischen, jawohl, durchsetzungswilligen, auch durchsetzungsfähigen, aber konstruktiven. Man konnte auch mit ihm reden. Aber man konnte nicht bloß quatschen, ich sag's jetzt mal so. Man musste also seine Meinung begründen. Das konnte man alles. Also er war ein Mensch, der auch die Menschen liebte, besonders die einfachen Menschen. Nicht? Man spricht ja heute über ihn mitunter in übelster Weise und verleumdet ihn, aber ich kann das in keinster Weise bestätigen. Also er war ein Mensch, der immer den Weg zu den einfachen Menschen auch suchte und fand. Ja. Zu den Arbeitern dort, wie ein Kumpel. Aber das habe ich selbst nicht unmittelbar erlebt. Also seine Generale hat am liebsten auf allen vielen Kriechen sehen. Er hat uns sehr jovial im Umgangston behandelt. Wir haben natürlich immer nur vom Genossenminister, also haben ihn nur mit Genossenminister angesprochen und mit Sie. Er konnte sehr hart sein in der Kritik. Ja, er konnte sogar cholerische Anfälle kriegen in bestimmten Situationen. Aber er hat sich dann auch eigentlich immer rechtzeitig wieder gefangen und hat dann versucht auszugleichen. Ich habe ihn als Mensch auch kennengelernt. Meine Frau hat ihn kennengelernt, der Paternoster, wo meine Frau gearbeitet hat. Er fuhr hoch in die Abteilung 12, da hat sie gearbeitet. Und Erich Mielke stieg unten mit ein. Der hat prinzipiell, wenn dort Frauen standen, die Frauen in den Paternoster gelassen und hat auf den nächsten Schub gewartet und hat immer ein freundliches Wort gehabt. Erich Mielke sang nicht nur bei der Demo hier zu Karl Liebknecht und Rosa Luxemburg, sondern der forderte schon zum Singen und zum Lustigsein auf. Und an manchen Cognac auch zusammengetrunken. Schwenkt seinen Hut, adieus vom Sel, der Flick saß gut. Und als er ihr die Pfanne flickt, da hat sie ihm ein Talerstück wohl in die Hand gedrückt. Der Pfannenflicker schwenkt seinen Hut, adieus Mandel, der Flick saß gut. Frauen sind gute Mitarbeiterin. Wissen, was sie wollen, sind häufig klug. Zielstrebig, also ich kann da nichts Negatives sagen. Ich kenne keine, die zum General befördert worden wäre. Der höchste Dienstgrad
Bei Frauen war wohl Oberstleutnant oder Oberst, aber viel weiter konnten sie es nicht bringen. Und das waren dann auch Frauen im medizinischen Dienst oder bei Finanzen oder rückwärtigen Diensten oder dergleichen. Ansonsten muss man sagen, hatte sich in dieser Frage die Gleichberechtigung der Frauen auch nicht durchgesetzt. Frauen hatten bei uns überhaupt keine Perspektive. Als Operative, ich habe zwei operative Mitarbeiterinnen mal kennengelernt, oder drei waren es, drei operative Mitarbeiterinnen mal kennengelernt. Aber es wurde verneint, dass eine Frau IM-führend sein könnte, war Grundsatzproblem. Und ich weiß noch, 1988 oder was, hatte mich hier eine Mitarbeitertochter, die wollte unbedingt Kriminalistin bei uns werden. Ich habe gesagt, Mädchen, das schlacht dir aus dem Kopf, bei uns wirst du keine. Und zum anderen war die Arbeit mit inoffiziellen Mitarbeitern so, dass die Mehrzahl der inoffiziellen Mitarbeiter zwar einen operativen Mitarbeiter akzeptierten, aber keinen weiblichen. Oder wenn sie jung und ledig zu uns in der Hauptabteilung kamen, wir hatten viele junge Leute, dann wurden sie ganz schnell weggefangen. Also weggeheiratet, ja. Personen, die im Westen zu bekannt waren oder die aus anderen politischen Gründen nicht verhaftet werden sollten, wurden vom MFS gezielt verunsichert. Zersetzung hieß die Methode, an deren Anfang die Zerstörung der Privatsphäre stand. Nachdem die unmittelbar unter Revisor wohnenden Mieter ebenfalls um 7.11 Uhr bzw. 7.25 Uhr das Wohnhaus verlassen und ihre Arbeitsstellen aufgesucht hatten, wurde mit der konspirativen Wohnungsdurchsuchung begonnen. Drei operative Mitarbeiter, zwei davon in Uniform, realisierten unter der Legende Brandschutzkontrolle auf dem Dachboden die Vorsicherung. Nachdem sich die Sicherungskräfte überzeugt hatten, dass sich in den links und rechts neben der Mansardenwohnung des Revisors befindlichen Bodenräumen keine Personen aufhielten und aus seiner Wohnung keine Geräusche zu vernehmen waren, betraten die über Funk verständigten und für die konspirative Durchsuchung eingesetzten Kräfte das Wohnhaus. Der Spezialist öffnete mittels Nachschlüssel das Buntbartschloss um 9.10 Uhr. Da das obere Sicherheitsschloss nicht verschlossen war, verlief der Schließprozess schnell und ohne Komplikationen. Die Wohnung bestand aus zwei kleinen Räumen, Wohn- und Schlafzimmer, sowie aus Küche, Bad, Abstellkammer und Flur. Es war nicht zu übersehen, dass sie von einem Junggesellen bewohnt wurde. Ordnung und Sauberkeit ließen zu wünschen übrig. Die Mitarbeiter begannen mit der Durchsuchung des Wohnzimmers und fertigten, wie auch in den anderen Zimmern, zuerst Übersichtsaufnahmen mit einer Polaroid-Kamera. Bezogen auf das einzelne Mitglied des feindlich negativen Personenzusammenschlusses müssen aus den Kenntnissen seiner Persönlichkeitsstruktur die für die Zersetzungsmaßnahmen geeigneten Ansatzpunkte herausgearbeitet werden. Zersetzen kam eigentlich auf, nachdem sich Gruppen zusammenschlossen, ideologisch zusammenschlossen, politisch zusammenschlossen. Bei uns wurde dann der Begriff Untergrundgruppen gebildet. Die waren zu zersetzen. Aber da sollte nicht Emil, Otto und Ludwig liquidiert, erschossen und umgebracht werden, sondern da sollten ganz logische, sagen wir mal, politische, ideologische, menschliche, moralische Differenzen, die es nun einmal unter Leuten gibt, die eine Gruppe von 10 Personen bilden, Misstrauen geschickt werden. Misstrauen gegen vor allen Dingen den Rädelsführer. Also auch, jawohl, du, wir haben das komische Gefühl, der arbeitet mit der Staatssicherheit zusammen. Also zersetzen im Sinne von beenden, von auflösen dieser Gruppe, aber nichts anderes. Im Prinzip liefen sie darauf hinaus, Intrigen zu spinnen, um die Person zur politischen Handlungsunfähigkeit zu verurteilen oder zu verleiten.
Ich habe gesagt, da werden Frauengeschichten erfunden oder auch existierende Frauengeschichten werden bekannt gemacht. Der Begriff ist ja bekannt, Fremdgehen. Wenn einer von dieser Gruppe, vielleicht auch der Rädelsführer, mit einer anderen in der Gruppe fremdgeht, kann man das denn nicht der Frau von diesen Rädelsführern mal wissen lassen? Also da ist das Spiel, ist keine Grenzen gesetzt, aber immer im Rahmen. Maßnahmen zur Schaffung psychischer Belastungen. Zum Alkoholmissbrauch veranlassen. Zu sexuellen Ausschweifungen mit Minderjährigen veranlassen. Liebesverhältnisse, die bestehen, zerstören. Falsche ärztliche Betreuung, anonyme Anrufe. Ich stehe zu meiner Biografie mit allen Wenn und Aber. Und ich lasse mir einfach keine Verbrechen einreden. Ich habe sie nicht begangen und wir wurden auch nicht zur Durchführung von Verbrechen angehalten. Die Methoden waren mitunter nicht fein, aber sie waren alle unblutig. Man kann sicherlich von Glück sagen, dass wir es nicht so weit getrieben haben, dass sich jemand das Leben genommen hat. Wäre ja auch ein Aspekt dabei. Inwieweit psychische Schäden bei Beteiligten geblieben sind, kann ich nicht erklären. Ich habe keine Erkenntnisse dazu. Es gibt davon nach 1990 Behauptungen von dem einen oder anderen, aber persönlich bin ich da sehr vorsichtig, weil sich nach 1990 natürlich auch vieles behaupten lässt und leider auch von uns sehr wenig widersprochen wird, da sich sehr wenig Mitarbeiter in die Öffentlichkeit gewagt haben. Also ich kann es nicht beurteilen. Ich muss nur sagen, wenn Zersetzung nichts genutzt hat, dann hat man eben nichts mehr. Der M ist in Untersuchungshaft zu nehmen. Er wird beschuldigt, versucht zu haben, die staatliche Tätigkeit zu beeinträchtigen. Die zuständige operative Diensteinheit hat einen Vorschlag gemacht. Da ging es ja immer um den Vorschlag zur Einleitung eines Ermittlungsverfahrens mit Haft, so hieß das ja. Und dieser Vorschlag ging in die Untersuchungsabteilung. Die Untersuchungsabteilung hat dazu ein juristisches Gutachten gemacht. Und der Vorschlag mit dem Gutachten wurde mir auf den Tisch gelegt. Und ich habe letztendlich entschieden, ob das Ermittlungsverfahren eingeleitet wird oder nicht. Dann hat die operative Diensteinheit die Abteilung 8, das ist die Abteilung für Beobachtung, Ermittlung, Festnahmen, beauftragt, schriftlich mit meiner Unterschrift die Festnahme durchzuführen. Planmäßige Verhaftungen wurden in der Regel morgens durchgeführt, weil man sicher war, morgens die Menschen auch zu erreichen. Nicht? Um die Festnahme des Revisors möglichst unbeobachtet von Korrespondenten und Diplomaten, insbesondere der BRD und anderen Personen zu realisieren, wurde er am direkten Zugang zum Haus gehindert. Das wurde durch Reparaturarbeiten an der Haustür, die zwei operative Mitarbeiter ausführten, gewährleistet. Einer der beiden Mitarbeiter forderte der Revisor wegen der angeblich nicht zu öffnenden Tür auf, mit ihm den Hintereingang des Hauses aufzusuchen und von dort das Haus zu betreten. Revisor stimmte bereitwillig zu und wurde auf dem Weg dorthin in der Charlottenstraße um 9.19 Uhr konspirativ festgenommen. Widerstand kenne ich nicht. Meistens waren sich ja die Menschen auch ihrer strafbaren Handlung bewusst und irgendwann und irgendwie hatten sie auch mal damit gerechnet. Nicht? Also es ist ja nicht so, dass das so völlig aus heiterem Himmel kam und dass das in ihrer Gedankenwelt vorher überhaupt keine Rolle gespielt hätte.
Festnahmesituationen sind möglichst so zu gestalten, dass der Festgenommene annehmen muss, durch eigenes Verschulden in diese Lage gekommen zu sein. Dass die erste Zeit nach der Einlieferung der Inhaftierte als solches nicht gewusst hat, in welcher Untersuchungshaftanstalt er sich befindet. Er hätte ja sein können in Hohenschönhausen, er hätte ja sein können in Lichtenberg, er hätte sein können auch in der Untersuchungshaftanstalt der damaligen Berliner Verwaltung. Die Aufnahmeprozedur bestand darin, er wurde mehr oder weniger von einer zuständigen Diensteinheit, wurde er überführt und wurde eingeliefert in die Untersuchungshaftanstalt. Dann wurde dieser Beschuldigte in einen Verwahrraum geführt, in einen sogenannten Aufnahmeverwahrraum. Dort wurde der Beschuldigte dann körperlich durchsucht. So. Anschließend wurde er befragt, ob er seine eigene Begleitung tragen will während seiner Untersuchungshaft oder ob er anstaltseigene Kleidung haben will. Unmittelbar danach wurde er dann vorgeführt zu dem diensthabenden Arzt, wurde hier ärztlich untersucht und wurde dann mehr oder weniger dann in einen Verwahrraum verschlossen. In allen anderen waren Fenster. Die waren zum Teil mit Glasbausteinen. So. Der Untersuchungshäftling oder der Beschuldigte hat dann natürlich nicht die Möglichkeit, aus dem Fenster rauszusehen und sich die Umgebung anzusehen. Aber das war nicht nur üblich bei uns zur damaligen DDR-Zeit, sondern das war auch in anderen Ländern der Fall. Denn wir haben es ja von der Bundesrepublik damals übernommen. Indem wir uns das also sachkundig gemacht hatten und haben das klar. Man muss dazu sagen, das ist immer, wenn man in einer Untersuchungshaftanstalt, wenn man als Beschuldigter in einer Untersuchungshaftanstalt einsitzt und gegen einläuft ein Ermittlungsverfahren, ist das immer bedrückend. Das ist für jeden. Das ist also nicht bloß für den, der jetzt mehr oder weniger seinen Dienst draußen versieht, als Angehörige des Vollzugsuntersuchungshaft. Aber doch zumeist für den Beschuldigten. Die erste Vernehmung, wir nannten das den ersten Angriff, nicht? Die erfolgte sofort nach Festnahme, nicht? Um eben weiteres Material zur Vorlage für den Richter erarbeiten zu können. Das war bei Neuen natürlich immer so, bei Neueinlieferung. Spricht er oder spricht er nicht? Und es war immer die Frage, wenn die Vernehmung beendet war, was ist rausgekommen? Da hat man natürlich mit Stolz berichtet, ja, der spricht, das Geständnis ist da. Stimmt vieles noch nicht, aber es ist im Wesentlichen schon ein Geständnis da. Das hat natürlich stimuliert, das ist doch ganz klar. Untersuchungshaftanstalt Berlin-Hohenschönhausen. Verhörtrakt.
Das waren die normalen Vernehmerzimmer. Was heißt unnormale, gab es nicht, aber so in etwa. Der Schreibtisch war hinten, also zum Fenster. War immer so, das war eigentlich ein Prinzip. Der Betreffende, der vernommen wurde, sollte ins Licht gucken, also in das normale Tageslicht, damit man auch seine Mimik studieren kann. Psychologie und. Da war Schreibtisch, vor dem Schreibtisch stand ein Beistelltisch, sagt man, ne? Um den Schreibtisch herum standen, nicht um den Schreibtisch, um den Beistelltisch standen drei Stühle, 1, 2, 3. Und in der Ecke stand ein Stuhl für den Beschuldigten. Wir haben die Macht, die unbeschränkte Macht, das ist Ihnen doch klar. Wir können mit ihnen machen, was wir wollen. Es gibt niemanden, der ihnen helfen kann. Für uns ist es ein leichtes, sie sterben zu lassen. Sie kommen in einen Barkas, auf dem steht Brot oder Butter oder Gemüse. Sie kommen nirgends lebend an. Sie verschwinden auf ewig. Nie in ihrem Leben werden sie die Möglichkeit haben, über das, was sie hier erlebt haben, zu sprechen. Sollten Sie es trotzdem tun, überleben Sie das nicht. Ich weiß ja nicht, was Sie von mir hören wollen. Das habe ich Ihnen doch gesagt. Alles, was Sie bewerkstelligt haben, das heißt, Berlin bzw. in die BRD zu kommen. Nichts? Was habe ich denn bewerkstelligt? Ich habe nichts unternommen. Das war nicht wahr. Was habe ich denn unternommen? Fragen Sie mich doch nicht, erzählen Sie. Ich habe nichts unternommen. Natürlich. Ich habe nichts. Gar nichts. Das ist bestimmt ein Film, der in einem Objekt gedreht wurde. In einem, nicht in der Haftanstalt, sondern in einem Objekt außerhalb. Ich glaube, den habe ich auch schon mal gesehen. Ja, dann muss man versuchen, die Frau zu beruhigen. Ihr deutlich zu machen, wir wissen doch mehr, als sie annehmen. Und wenn es sein muss, muss man auch mal von den Beweismitteln, die man hat, so ein kleines Angebot machen. Und wir sagen, wir machen keine Spiegelfechterei, sondern es gibt tatsächlich ernsthafte Geschichten, die sie ohne weiteres schuldig sprechen können, letztlich. Und das wird dann in den meisten Fällen auch, wenn das so eine Dinge gab, gezogen. Und wenn man natürlich ans Vernehmer dann mitheult, ich kann mich nicht entsinnen, dass es sowas gegeben hat, dann wäre natürlich der Vernehmer gewechselt worden, das ist auch klar. Die Frau kann man ja nicht wechseln, die muss sie. Vielleicht frage ich mal andersrum, was wir aber nicht mehr finden. Nicht mehr? Was heißt nicht mehr? Ja, wenn es nicht mehr da ist. Ich hoffe, dass noch alles da ist. Wer sollte was wegnehmen?
Meinen Sie irgendwelche Unterlagen oder woher soll ich denn was nehmen? Was habe ich? Ich habe doch im Prinzip gar nichts zu bieten. Das ist doch mal. Die Frage war doch aber im Prinzip, war doch klar, was werden wir denn nicht mehr finden? Ohne Einschränkung. Hat ja keiner eine Einschränkung vorgenommen. Ja, ich weiß nicht, was Sie nicht mehr finden. Und das, gerade Sie müssen es wissen. Na, was nicht mehr da ist. Entweder das bin ich jetzt schon müde, aber was meinen Sie mit, was werden Sie nicht mehr finden? Hm. Verstehen Sie mich? Nee. Hm. Man kann das natürlich nicht in der Garderobe ablegen und das ist später dann. Das wird allen Genossen so gegangen sein, wenn sie nach Hause kommen, sind verheiratet worden schon. Dann hat man irgendwo gesessen und hat gegrübelt, nachgedacht. Der Vorgang lässt ihnen keine Ruhe, das ganze Problem lässt ihnen keine Ruhe. Er kommt nach Hause, ist wie ein Muffel, spricht überhaupt nicht mehr. Du hast doch Familie. Natürlich hat es das gegeben. Sehr viel sogar. Und dadurch zum Teil auch Streit unter den Leuten. Das ist eine menschlich ganz normale Sache. Arbeitstag wurde morgens maßgeblich von Minister Mielke bestimmt. Der hatte die Angewohnheit, schon weit vor offiziellem Dienstbeginn sich telefonisch zu melden und die Lage abzufragen. Und wehe dem, man war nicht auskunftsbereit, hat ungenaue oder falsche Angaben gemacht, dann konnte er sehr ungehalten werden. So dass man gezwungen war, rechtzeitig den Arbeitstag zu beginnen, rechtzeitig sich die Rapporte anzuhören, was so in der Nacht passiert war im Verantwortungsbereich, um dann exakte Antworten geben zu können. Berlin, den 7.3.1983. Bestätigt Schulz-Oberstleutnant. Bericht über die politisch-operative Situation im Sicherungsbereich der Diensteinheit im Monat Februar 1983 unterstreichen. Erstens, Ergebnisse der politisch-operativen Nachweisführung zu abgeschlossenen Prozessen unterstreichen. OPK unterstreichen. Absatz. Die OPK war eingeleitet worden, da Ausgangshinweise hinsichtlich der Verletzung der Geheimhaltungspflicht zu klären waren und geprüft wurde, ob der Verdacht des Straftatbestandes gemäß § 245 StGB gerechtfertigt ist. Wichtige Informationen waren wegen ein Brand oder ein gewaltsamen Grenzdurchbruch oder eine Flugblattaktion, die doch bestimmte Dimensionen hatte und in der Aussage recht scharf war, dann wurde ich informiert, nicht, sodass ich dann meine entsprechenden Weisungen auch geben konnte. Also da musste dann früh um 5 meistens schon eine Sekretärin da sein. Die hat den Bericht dann schon getippt und ich kam, ich habe dann den ersten Entwurf durchgesehen, hab, wenn ich Anmerkungen, Probleme hatte, wo mir was nicht schlüssig dargelegt war oder was ungenau war, dann habe ich das schon korrigiert und dann ist ja nochmal geändert worden. Aber wir hatten natürlich keine Computer, wo wir das so ohne weiteres machen. Die Sekretärin mussten dann also meistens ganze Seiten wegen einem Satz oft oder wegen einem Wort neu schreiben. Wir haben das aber auch mit großer Einsatzbereitschaft gemacht. Ja, und dann ist das gleich erstmal den Hauptabteilungsleiter vorgelegt worden. Und wenn er sein Okay gegeben hatte, ist das dann weiter verteilt worden. Hier wurde behauptet, dass Genossen im MFS eingestellt wurden, die nicht schreiben können. Mir scheint, dass es darauf ankommt, dass dieser Genosse, der nicht schreiben kann, weiß, was man tun muss, um seine Feinde zu vernichten. Erich Mielke, 1953. Als ich bei der Volkspolizei Major, Kommissar wurde,
Das hätte ich nie erträumt, wenn ich damals überhaupt was von einem Kriminalroman und von einem Kommissar gehört. Das war das Größte, war das Höchste. Ich hatte mein Lebensziel erreicht. Ich habe nie damit gerechnet, dass ich mal im Ministerium für Staatssicherheit General werde oder dass ich zweimal promovieren kann, dass ich Professor werde. Und das soll ich alles über Bord werfen? Die Juristische Hochschule des MFS in Potsdam. Hier erhalten die Offiziersschüler und Generäle ihre akademischen Weihen. Unter anderem die Promotion zum Doktor der Rechtswissenschaft. Die hatten ja auch keine besondere militärische Ausbildung. Die kamen ja als Zivilisten, als Abiturienten. Wie haben wir gesagt, als verlotterte Abiturienten da an die Schule. Das fiel denen auch schwer, ja. Ja, klar hatten die mal militärische Ausbildung, erschossen die mal mit der MP und mit einem leichten Maschinengewehr, mit der Pistole. Das war eigentlich nicht alles, aber exerzieren, marschieren, selbst grüßen, hat denen ja keiner beigebracht, wie das bei einem Rekruten ist auf einem Übungsplatz, ja, oder auf einem Exerzierplatz. Sollte ich jemals diesen meinen feierlichen Fahneneid verletzen, so möge mich die harte Strafe der Gesetze unserer Republik und die Verachtung des werktätigen Volkes treffen. Ja, also ich muss sagen, ich kann in der Hauptabteilung überhaupt nichts Negatives über die Mitarbeiter sagen. Das sind zuverlässige, einsatzbereite Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gewesen, die zu ihrem Fahneneid gestanden haben. Ich nehme es mal jetzt ganz unpolitisch nur von dieser staatsrechtlichen Seite, Fahneneid. Und wenn ich einen Fahneneid geschworen habe, dann stehe ich zu meinem Eid. Wir sind nicht gefeit, leider, dass auch mal ein Schuch noch unter uns sein kann. Wir sind nicht gefeit, Herr Jenes, leider. Wenn ihr schon jetzt wüsste, dann wird auch morgen schon nicht mehr leben. Ganz kurz, Prozess. Verräter wurden allgemein verurteilt, ich sag's mal so. Von der inneren Einstellung her, ja. Und wie hat sich so ein Fall wie der Verrat von Werner Stiller auf die Atmosphäre im Ministerium ausgewirkt? Also Stiller war für uns ein, Schlag ins Wasser, ich sag's jetzt mal so, regelrechter Schlag. Überschrift, sowas darf es nie geben, vor allen Dingen nicht HVA, die ja sehr nah am Gegner sind. Und die interne Meinung, das ist keine Juristenmeinung, war, sowas gehört erschossen. Aber wenn ich Humanist bin, deshalb habe ich solche Auffassung. Lieber Millionen Menschen vom Tode retten, als wir ihn Banditen leben lassen, der also uns dann also die Toten bringt. Damit wir mal richtig erklären, warum man so hart sein muss. Weil die Schwafel von Wehen, nicht hinrichten und nicht Todesurteil, alles Käse ist gelassen. Hinrichten die Menschen ohne Gesetze, ohne Gerichtsbarkeit und so weiter. Hass. Intensives und tiefes Gefühl. Der moralische Inhalt des Hasses ist abhängig vom Gegenstand, auf den er gerichtet ist, und kann von daher wertvoll und erhaben oder kleinlich und niedrig sein. Hass ist eine der entscheidenden Grundlagen für den leidenschaftlichen und unversöhnlichen Kampf mit dem Feind. Wörterbuch des MFS. Ich glaube schon, dass das richtig interpretiert wird, dass dieser Hass auch geschürt werden sollte und in die Mitarbeiter eingepflanzt werden sollte, damit sie ihren Dienst so machen, wie das zu erwarten war. Und das war die Denkweise von Menschen, denen man den Hass nicht beibringen musste, sondern denen der Kapitalismus diesen Hass noch, die zwar auch die Mörder von Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht nicht persönlich mehr kannten, aber doch diese Atmosphäre erlebt haben, wie Mielke und Honecker und Menschen dieser Generation. Und ausschlaggebend war eigentlich für mich da, dass, weil aus meiner eigenen Familie durch die Nazis meine Mutter im Konzentrationslager umgekommen ist. Und ich wollte eigentlich mit dazu dienen, dass das also eigentlich nie wieder passiert. Und deswegen hatte ich mich mehr oder weniger dann auch verpflichtet, durch meine Tätigkeit alles zu tun, dass also das nicht wieder passiert. Und deswegen hat mir eigentlich die Arbeit sehr viel Freude gemacht. Ab heute heißen Sie links, verstanden?
Links, merken Sie sich das, ein mündlicher Befehl ist dasselbe wie eine schriftliche Zellenordnung. Kapiert? Bravo, Links, Sie lernen doch. Der Zahnputzbecher muss auf die rechte Konsolenseite, wenn nur ein Häftling in der Zelle ist. Der Stiel von der Bürste muss schräg nach rechts geneigt im Becher stehen, sodass die Borsten nach links weisen. Die zwei Handtücher müssen mit den Falten nach innen anhängen. Haben Sie kapiert? Bringen Sie die Zelle in Ordnung, Links. Wenn der Angehörige des Vollzuges, also des Wach- und Sicherungspersonal, wenn der die Zellen die aufgeschlossen hat, musste der Beschuldigte sich hinterstellen an das Fenster. So. Und wurde dann das, sein Anliegen, was er hatte, wurde entgegengenommen von den Angehörigen des Vollzuges und wurde dann dementsprechend dann realisiert. Er wurde nicht mit seinem Namen angerechnet, er wurde angesprochen dann mit der Zellnummer. Also Nummern, sagen wir mal zum Beispiel Nummer 100 oder 102. Kostenanweisung für den Wachdienst. Der Verhaftete muss sich ständig beobachtet und kontrolliert fühlen. Es bestand also die Weisung gegenüber den Beschuldigten, dass er die Hände während des Schlafs, die Hände auf der Schlafdecke zu liegen hatte. So. Aber das war ja nicht immer einzuhalten, denn der Beschuldigte als solcher, der drehte sich ja mal, oder wie das so im Schlaf ist, wenn Schlafwandel ist, ist das selbstverständlich, dass das, und das war ja, ist ja nun nicht so, dass das nur jetzt ständig geahndet worden ist. Wie heutzutage immer wieder behauptet wird, dass dann die Wach- und Sicherung, dass die Angehörigen des Vollzuges dann mehr oder weniger auf der Station rumgeschrien haben oder mit den Füßen an die Zellentüren. Das war nicht so. Das ist nicht wahr. Das sind Unwahrheiten. Haftraumordnung. Die Lagerstätte darf während der Tagesstunden nur mit ärztlicher Liegeerlaubnis benutzt werden. Häftlingen ist es verboten, während der Nachtruhe Hände und Gesicht zu verdecken. Links, kommen Sie raus. Sie bekommen 3 Tage Arrest. Jetzt lernen Sie den Bunker kennen. Übliche Verkünstigungen waren zum Beispiel also Literatur lesen. Wir hatten also zum Beispiel bis Ende 1989 hatten wir in der Bücherei 1500 Bücher, wo die Möglichkeit bestand, durch die Beschuldigten die in Anspruch zu nehmen. Dann hatten die Inhaftierten oder die Beschuldigten die Möglichkeit, die Presseerzeugnisse zu lesen. So. Sie konnten Fachliteratur lesen, konnten die auch von sich, von zu Hause aus bestellen oder beim nächsten Besuch mitbringen. Dann gab es eine erweiterte Liegeerlaubnis oder erweiterte Freistunde. Unter dem Begriff Freistunde versteht man, jeden Beschuldigten stand jeden Tag zu, eine Stunde sich im Freien zu bewegen. Oder aus seiner Zelle, aus seiner Verwahrraum, dann rausgenommen, vorgeführt über einen bestimmten Gang und kam dann in die sogenannten Freiboxen. Wir hatten zum Beispiel in Hohenschönhausen 10 Freiboxen und dort durfte dann der Beschuldigte dann eine Stunde, dann die Freistunde dort in Anspruch nehmen. Wie groß waren die? Ach, wie groß waren die denn nur? Na, ich würde sagen, 5x. Ja, nee, wir haben ja 6 oder 8 mal 3, so im Rechteck. Ja, es war also genügend. So. Das wurde die Vorführung erfolgte aber immer Zelle um Zelle, nicht also Verwahrraum
Zusammen gab es nicht. Es wurde immer ein Verwahrraum vorgeführt und dann der nächste Verwahrraum, so bis die 10 Freiräume gelegt waren. Und dann kam der nächste Turnus. Vom Innenraum der Verwahrboxen dürfen die Inhaftierten keine Sichtmöglichkeiten in andere Teile des Objektes bzw. angrenzende Bauwerke haben. Auch für die Verhinderung einer akustischen Informationsübermittlung sind geeignete Maßnahmen zu ergreifen. Ein möglicher Ausweg aus der Haft? Ein Antrag auf Ausreise in die Bundesrepublik. 33.755 Häftlinge verlassen auf dem Wege des Freikaufs in den Jahren 1963 bis 1989 die DDR. Die haben einen Antrag geschrieben. Wunsch geäußert natürlich als erstes, Papier und Bleistift verlangt und oder Stift verlangt und haben dann einen ganz förmlichen Antrag geschrieben, der dann auch durch Inneres bearbeitet wurde. Und die Bearbeitung durch Inneres schloss ein, dass die durch Mitarbeiter, die extra dafür vorbereitet worden waren und eingesetzt worden waren, des MFS befragt wurden, um die Versorgungsgründe abzuklären. Kann der reisen oder kann der nicht reisen? Und das erfolgte meistens also die erste Zeit zumindest in der Haftanstalt Karl-Marx-Stadt. Die wurden in der Haftanstalt Karl-Marx-Stadt zusammengefasst und per Transport mit dem Bus von Karl-Marx-Stadt nach Gießen transportiert. Knapp 100.000 D-Mark zahlt die Bundesrepublik für jeden politischen Häftling, der die DDR verlassen darf. Ich wehre mich nur dagegen zu sagen, die DDR hatte keine humanitären Gründe, das zu tun. Alleine die Tatsache, wenn einer 5 Jahre vom Knast geschenkt kriegt, ist das wohl ein humanitärer Grund. Ich verpflichte mich, über alles, was ich während meiner Haftzeit beim MFS sah und hörte, strengstes Stillschweigen zu bewahren. Diese Schweigeverpflichtung gilt auch gegenüber meinen engsten Bekannten und Verwandten. Mir ist bekannt, dass ich bei Bruch dieser Schweigeverpflichtung gerichtlich zur Verantwortung gezogen werden kann. Das war nach meiner Meinung einer der größten Fehler des Ministeriums für Staatssicherheit, nicht, dass es als Sicherheitsorgan und als Geheimdienst, ich kann schon sagen, ausgenutzt wurde, um die Defizite der Parteiführung auszugleichen. Nicht. Das zeigte sich auf dem Gebiet der Bekämpfung der Opposition. Das war ja eigentlich eine politische Sache. Aber die Politik hatte sich da gänzlich ausgeklinkt. Und es war auf dem Gebiet der Zurückdrängung der Übersiedlungsersuchenden. Das war bis hin zur Sicherung von Großveranstaltungen, wo unsere Mitarbeiter sozusagen als Polizisten auf der Straße gestanden haben. Also es gab da schon eine ganze Reihe von Aufgaben, die nicht der Verantwortung eines Sicherheitsorgans entsprachen. Aufnahme müsst ihr den Mund halten, der Ton geht immer mit drauf, ja? Keine defetistischen Bemerkungen.
deutlich negativer Kräfte in der DDR. Unter bestimmten, von der Anzahl her relativ kleinen jugendlichen Personenkreisen zunehmend sozialismusfeindliche bzw. fremde Erscheinungen in Form pseudopazifistischer, anarchistischer, neonazistischer bzw. neofaschistischer, aber neonazistischer bzw. neofaschistischer, aber besonders dekadenter Denk- und Verhaltensweisen zeigen. Dabei handelt es sich besonders um solche nach westlichen Verhaltensmustern auftretende Kräfte wie Punks, Sheehans, Heavy Metals und deren Sympathisanten. Aber auch um in jüngster Zeit in das operative Blickfeld geratene sogenannte Kuffits, ja. Wir haben es einfach nicht verstanden oder nicht mehr verstanden oder wir waren nicht mehr in der Lage, mit diesen Leuten, die in der Mehrzahl nicht die Beseitigung der DDR im Sinn hatten, sondern die gewisse liberale Entwicklungen anmahnten, die eine gewisse, ich sage es jetzt mal so, Rechtsstaatlichkeit, Eingaberecht, Verwaltungsrecht einforderten, die gewisse Lockerungen im Reiseverkehr anmahnten, die also den Sozialismus in der DDR ein bisschen liberaler machen wollte, die haben wir schon, die haben wir dann nicht mehr so behandelt, wie sie eigentlich behandelt hätten werden müssen, nämlich mit ihnen in Dialog zu kommen. Wir haben uns mehrfach aufgeregt, in Generalskreisen, ich sage es jetzt mal so, ja, dass man aus dem MFS ein Ministerium für Gesamtverantwortlichkeit machen wollte oder gemacht hatte. Dass wir einfach alles zuständig waren. Wozu gab es denn dort eine Abteilung oder dort ein Ministerium und dort eine Struktureinheit, die das hätte machen können? Ja? Ausreisesachen sind keine Sachen des MFS. Dazu gibt es Pass- und Visumstellen und sowas. Ja? Aber wir sind eigentlich, wenn ich jetzt von mir und meiner Umgebung ausgehe, davon ausgegangen, die Führung wird das doch noch begreifen. Wir haben doch Vertrauen zur Führung. Die Führung wird einen Weg finden. Vielleicht sind wir nicht genügend und voll informiert, wenn wir was nicht verstehen, was dann beschlossen wurde. Nicht? Ja, es gab ja viele Dinge, die dann auf Unverständnis stießen. Ja? Also da muss sich was ändern. Nicht? Das hatte schon, glaube ich, sehr, sehr negative Auswirkungen, weil natürlich auch die Mitarbeiter das langsam sicher erkannten und enttäuscht waren. Nicht? Sie haben nun mit großem Verantwortungsbewusstsein die Informationen gesammelt, zusammengefasst und zur Auswertung gegeben. Und im Rücklauf stellten sie fest, dass sich nichts ändert. Nicht? Denn im Gegenteil, die Politik, das Versagen der Politik in den letzten Jahren wurde ja immer augenscheinlicher. Die Entscheidungen lagen immer bei der Parteiführung, also speziell bei Erich Honecker. Also ich muss das mal hier auch mal so sagen. Es war vor allen Dingen in den letzten Jahren so, dass alles, was diese sogenannte Opposition betroffen hat, mit Einzelentscheidungen im Grunde von Erich Honecker geregelt wurde. Für die in den letzten Wochen gezeigte hohe Einsatzbereitschaft und vorbildliche Erfüllung der übertragenen Aufgaben spreche ich allen Angehörigen des Ministeriums für Staatssicherheit Dank und Anerkennung aus. Auch in den nächsten Wochen sind eine hohe Kampf- und Einsatzbereitschaft der Angehörigen aller Diensteinheiten erforderlich. Die Leiter der Diensteinheiten haben unter Beachtung bisher gewonnener Erfahrungen und Erkenntnisse Festlegungen zum Tragen der Dienstwaffe zu treffen. Erich Mielke, 2. November 1989. Und am 9. Februar, also einen Tag nach dem Jahrestag der Staatssicherheit, habe ich geheiratet. Wenn ich das gewusst hätte, was da alles kommt, nicht? Weiß ich nicht,
ob ich da noch geheiratet hätte. Nicht? Also ich will nur damit Zeichen setzen, dass ich tatsächlich noch Hoffnungen hatte. Nicht? Würde ich eigentlich nicht sagen. Eine Sympathie hat es dafür nicht gegeben. Aber ein Unverständnis, warum diese Leute das machten. Und es war ja dort einiges organisiert, was uns bekannt war, mit Vertretern, westlichen Vertretern in einzelnen Bereichen, die dann jeweils die Trupps zusammenstellten und organisierten, dass sie nach Leipzig fuhren oder kamen. Also operativ hätte man da sicher schon einiges machen können. Aber dazu gab es eigentlich keine zentrale Orientierung mehr. Dass dort kein Stress fiel, dass überhaupt kein Stress in dieser Wendezeit fiel, war im Grunde ein Verdienst derer, die die Waffen hatten. Also Armee, MDI, Ministerium für Staatssicherheit. Mich hat ein iranischer Mitglied der Kommunistischen Partei Irans gefragt, du warst General, warum hast du nicht befohlen, dass geschossen wird? Das ist ja noch extremer, die ganze Geschichte. Aber wir haben natürlich erkannt, erstens stand die Partei nicht mehr zu uns. Die Sowjetunion stand nicht zu uns. Wir haben das zwar noch nicht so deutlich gesagt, wir haben es auch vielleicht zum damaligen Zeitpunkt noch nicht so sehr deutlich erkannt, aber es war schon sichtbar, spürbar, merkbar auch an dem Verhalten unserer Partner. Und drittens hätten wir wahrscheinlich provoziert, dass ein heilloses Tohuwabohu, bewaffnetes Tohuwabohu entstanden wäre, mit bewaffneten Kräften in West-Berlin, Alliierte und auch in der Bundesrepublik. Wir halten zusammen. Egal, Aschboll, ob wir Flaschen abfüllen, als Kraftfahrer arbeiten, in die Justiz gehen, zum Zoll, zur Polizei oder wir gehen, weil wir das Alter erreicht haben, in Rente. Entscheidend ist, nicht wahr, dass keiner sein Parteibuch auf den Tisch legt, trotz alledem. Entscheidend ist, dass die Kollektive jetzt zusammenstehen, auch wenn sie nur Zeitung lesen und noch einen Block und einen Bleistift in der Hand haben. Dort, wo es möglich ist, muss man noch Treffs machen, unter Wahrung der Konspiration. Aber wir müssen zusammenstehen. Es geht um unsere Partei, es geht um unser Land, es geht um den Sozialismus, es geht um die Erhaltung des Friedens. Und so möchte ich euch nach Hause schicken mit Kampfesgrüßen an alle Genossen. Glück auf! Was soll ich dazu sagen? Das eigentlich mal, was einen persönlich betrifft, wenn man also 40 Jahre Mitarbeiter des Ministeriums für Staatssicherheit ist, hat also die Hälfte seines Lebens für eine gute Sache gekämpft und alles versucht, und dass es der Menschheit besser geht, eben schon auch der eigenen Familien,
Geschichte her und muss dann feststellen, dass dann 1989 alles für das, was man sein halbes Leben geopfert hat, dann doch mehr oder weniger über Nacht dann verloren geht. Immer ausgehend von der Tatsache, dass man das Beste gewollt hat, dass es nicht weiter dazu kam, war also dann doch mehr oder weniger dann wohl doch nicht unsere Schuld als Ministerium für Staatssicherheit gewesen. Ja. Und dann kamen Bürger, bewegte Menschen, Namen will ich gar nicht sagen, ist eigentlich nicht ein besonders Ruhmesblatt, wenn die dann kommen und bitten um ein Gespräch mit drei Generalen oder vier Generalen. Und die sagen dann in unnachahmlicher, bürgerbewegter Art, sie brauchen nicht mehr auf Arbeit kommen. Sie sind entlassen. Wir haben das durchgesetzt bei der Regierungskommission. So war es nämlich. Wie haben Sie reagiert? Natürlich hätten wir die rausschmeißen können, davon abgesehen. Aber das wäre natürlich sicher auch Sturm im Wasserglas gewesen. Nach fast 40 Jahren. Ich habe ja 5 Jahre lang jeden Freitag und Sonnabend Werbemittel, 10.000 Werbemittel mit meiner Frau ausgetragen. Und wissen Sie, was das bedeutet hier? Werbemittel austragen, wo sie bekannt sind. Und du willst den Briefkasten schmeißen und da kommst du und sagst, mein, kriegst noch. Ich bin 2 Jahre lang jeden Dienstag früh um 6, von früh um 6 bis abends 19 Uhr, Auto, Kofferraum und hinten die beiden Sitze, voll mit Werbemitteln über die Dörfer rund um Potsdam gefahren, bei Wind und Wetter, damit ich wenigstens noch ein bisschen was zur Rente verdiene. Ich muss sagen, es gab wenige Momente, wo ich auch physische Angst hatte. Also ob nicht die Nacht der langen Messer uns gegenüber eröffnet wird. Wobei ich mich zu Recht damit beruhigt habe, wenn man uns nicht mehr antut, als wir anderen angetan haben, kann es nicht so schlimm werden. Und das ist eine Weisheit, die ich mir bis heute erhalten habe. Ich habe mich ja dann selbst ein paar Mal in Versammlung noch gestellt, noch als Leiter des AFN, Amt für Nationale Sicherheit, einmal auch mit Gregor Gysi zusammen, wo mir eine Welle des Hasses entgegenschlug. Und das hat mich dann doch stark frappiert. Wir machen alle 2 Jahre Familientreffen. Das sind immer so 35, 45 Leute. Jetzt schon Urenkel. Ich habe 3 Urenkel. Das ist eine schöne Truppe. Und mir hat noch keiner aus dieser Familie, weder Enkel noch Enkelin, die Urenkel können das noch nicht beurteilen, irgendwie und wann einen Vorwurf gemacht.